Ja, Leute, mir ist ein kleines Missgeschick passiert und zwar, ja, wollte ich aufnehmen, habe ich auch gemacht, aber ich habe in meinem Eifer, muss ich sagen, vergessen, Audacity anzumachen. Von daher muss ich diesen einen Part gerade nachkommentieren. Blöd gelaufen, aber das kann passieren. Muss aber auch sagen, das Spiel macht bisher richtig megamäßig Fun. Ja, was ist passiert? Wir haben den Seilbogen letztes Mal bekommen. Und damit können wir uns jetzt quasi zu solchen oder über solche Schluchten hier hangeln. Ja. Ihr merkt also, wir brauchen bestimmte Fähigkeiten, um zu bestimmten Orten zu gelangen. Und hier bei dem Dorf waren wir auch schon mal. Relativ zu Anfang. Und das erste in dem Part ist, dass ich euch... Achso, ja. Die Typis hier sind noch da. So, bei denen, ja, habe ich mich ein bisschen verschätzt und habe ihn stattdessen so gekillt. Ja, gut. Kann passieren. Hatte ich mich sehr stark gewundert, warum das passiert ist, aber egal. Der Typi war besiegt. Und da wollte ich dieses Vögelchen noch erwischen. Mit meinem Fernbogen. Sozusagen eine kleine, ja, Zielübung. An den Kadaver jedoch komme ich, beziehungsweise kam ich dann auch nicht mehr ran. Ja, wie gesagt, zuallererst will ich euch mal etwas anderes zeigen. Und zwar, ihr seht diese Wandmalereien da. Geheimes Grab in der Nähe. Tja, dieses Grab ist nämlich da drin. Und deswegen machen wir das erstmal, bevor es weitergeht. Ich weiß nicht, wie viele von diesen geheimen optionalen Gräbern sind, aber wir bekommen eine schöne Überraschung, wenn wir eines schaffen. Und ich werde auf jeden Fall noch gucken, wo, ja, so ein vorheriges Grab war. Also, ein letzteres, was wir gefunden hatten. Und das, wenn möglich, auch noch lösen. Und das war so ein optionales Grab. Das habe ich damals, muss ich sagen, beim ersten Durchspielen, ja, noch verkackt. Aber da war mein Skill, muss ich sagen, auch ein bisschen anders als heute. So, und wir haben den Recover-Bogen. Das heißt, unser Bogen ist jetzt etwas stärker als vorher. Ja, da habe ich ein bisschen Upgrades gemacht. Mache ich halt auch ab und zu. Und ich bin gespannt, wann wir neue Waffen... Ich bin gespannt, wann wir denn neue Waffen bekommen. Den Schlüsselringabzug können wir noch nicht machen. Dazu fehlt uns das Material. So. Was tun wir also? Ja. Erstmal die Upgrades ein bisschen switchen. Gucken, was können wir noch machen. Erstmal nicht viel. Das heißt, wir schauen uns mal dieses optionale Grab etwas näher an. Ja, das war ein Teil von Yamatai, dieses Gebäude. Und ihr seht, es ist ein, ja, Spielchen mit dem Wind. Wir haben auch hier sehr schöne, ja,
Sachen hier zu stehen. Und in diesem Grab, wie zum Beispiel da dieses Metallpferd in der Ecke, was ziemlich schön designt aussieht. Als sozusagen Grabbeilage. Und dieses Grab ist sehr interessant. Wir müssen nämlich hier Timing zeigen. Ihr seht, das Teil fliegt dort nach oben. Und dort drüben können wir, beziehungsweise, ja, wir können die Jalousie nach runter machen. Das habe ich ja gleich noch rausgefunden. Im Verlauf des Parts. Ja, dort kann man nämlich drehen. Und macht die Jalousien auf diese Art und Weise zu. So, und jetzt kommt was, das habe ich zuerst im... Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das Timing raus hatte. So, und zwar, wir drehen das Teil nach oben. Und ihr seht, es geht nach und nach so eine Jalousie auf. Ja, nur das Timing muss stimmen. Ich habe, muss ich sagen, das Timing zuerst ein bisschen verkackt. Die ersten paar Minuten. Das heißt, das, was ihr gerade noch zuerst seht, sind einige Fehlversuche. Ja, das macht ihr, wie gesagt, zuerst. Und dann... Achso, nee, Moment. Das war nicht zuerst, sondern eigentlich erst die Jalousien und dann dieses Teil. Ja, da habe ich nämlich versucht, eine andere Kombination zu finden, aber das kann man da... Also man muss es so machen, dass das Teil ja etwas später hochgeht. Also circa, wenn die erste ja, Jalousie aufgeht und bei der zweiten... Ja, da sagt sie nur, das Timing muss stimmen. Ich werde es euch verraten. Ihr müsst, wie gesagt, das, wie ich gerade schon sagte, Teil hochmachen, wenn die erste Jalousie sich öffnet. Das hatte ich die ersten paar Versuche ein paar Mal verkackt. Bis ich quasi auf den Trichter kam. Im Prinzip ist dieses Rätsel ziemlich leicht. Ja, da wird nochmal. Da wird nochmal alles angezeigt, was man bräuchte. Nur das Timing muss stimmen. Ja, da sagt es mit dem Timing nochmal. Und da kam ich schon ein bisschen ins Grübeln. Wie mache ich das jetzt? Hab halt ein bisschen noch andere Sachen versucht. Ob das klappt. Aber. Das war relativ erfolglos. Ja, das im Grunde ist viel zu früh. Denn erst wenn dieses Teil da hinten komplett auf ist, dann müsst ihr ziehen. Und dann nämlich geht das Teil bis nach ganz oben. Und da dachte ich mir, okay, das war jetzt verdammt knapp gewesen. Hätte vielleicht noch gepasst, aber war trotzdem noch zu knapp. Ja, und ich habe halt probiert. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das gewünschte Resultat erreichen? Das, wie gesagt, ist wieder gleich, das ist wieder zu früh. Da habe ich, glaube ich, was habe ich da versucht nochmal? Ach so. Ja, da habe ich versucht, mich ein bisschen auf den Rand zu stellen, aber das war, wie gesagt, auch falsch. Da fing ich an zu grübeln. Und irgendwann kam ich halt auf den Trichter, dass ich das vielleicht ein bisschen später machen sollte. Ja, das war im Grunde auch schon
Was habe ich denn da versucht? Ach ja, da dachte ich, vielleicht ist ohne mich die Plattform ein bisschen. Ja. Da habe ich versucht, das mit Schwung zu klären. Die ganze Sache. Und jetzt müsste, glaube ich, irgendwann der richtige Versuch kommen. Ich glaube, sogar nach 10 Minuten hatte ich dann den Dreh raus. Ah, ich glaube, das ist auch nicht. Nee, ich glaube, das ist auch nicht der richtige Versuch. Ach ja, da habe ich versucht, hinterher zu springen. Das war aber auch falsch. Ja, hat nach einem Hakenpunkt gesucht. Hat nach einem Hakenpunkt gesucht. Für das Seil vielleicht. Aber das war es dann auch nicht. Ich meine, es hat schon mit Schwung zu tun, aber nicht in dem Sinne, wie ich das gerade probiere. Ja, ich glaube, das könnte es jetzt sein. Ich glaube, das könnte es jetzt sein. Da habe ich nämlich. Ja gut, es war natürlich jetzt ganz zu spät, aber da seht ihr schon. Wenn ihr das Timing ein bisschen auf später setzt mit dem mit der Kurbelei hier bei der Plattform, dann könnte es gehen. Und dann wird es auch gehen. Und ich glaube, das seht ihr auch gleich. Ja, da habe ich schon ein bisschen gewartet. Ja gut, das war jetzt auch zu spät gewesen. Ich stelle gerade fest, dass ich mich hier ein bisschen blöd angestellt habe, muss ich sagen. Ja, ich habe mich, was Timing betrifft, hier echt blöd angestellt. Weil ich erst so spät, ja, auf das richtige Timing kam. Moment mal, ist das gerade auch ein Fehlversuch? Sieht für mich gerade irgendwie so aus, als wenn das ein Fehlversuch wäre. Ah, nee, doch, das war der richtige Versuch. Das war gerade der richtige Versuch. Da hat es dann endlich geklappt. Tja, nun können wir uns den Schatz holen. Mal gucken, wie der Schatz denn aussieht. Und wir bekommen eine ganze Menge EP dafür. Wunderschöne Beilagen, Statuen, Gräber in den Wänden, Knochen und so weiter. Und der Hauptschatz ist da vorne in der Truhe. Gucken wir doch mal. Und wir haben die Halle des Aufstiegs gemeistert. Und finden Teile für eine Handfeuerwaffe. Das andere Grab werde ich auf jeden Fall noch, ja, revisiten, also suchen, und werde mir auch die Teile holen, weil wenn das für eine Handfeuerwaffe ist, dann gibt das bestimmt ordentlich Schaden.
für meine Waffe. Von daher wäre es auf jeden Fall nützlich, ja, dieses Teil, also ein weiteres Teil zu suchen. Was ich aber jetzt am nächsten, ja, von heute aus gesehen, werde ich es morgen erst machen. Also im nächsten Part vielleicht mal raufschauen, wo so ein Grab sein könnte. Denn erstmal müssen wir uns ja um das Signal kümmern. Und um den, ja, Co-Piloten. Aber ich muss sagen, richtig coole Idee mit den optionalen Gräbern. Werde ich auf jeden Fall weiter Ausschau halten nach diesen Gräbern. Wenn ich sie finde, natürlich auch lösen. Nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, ja, also wirklich 100% ist das jetzt nicht so wirklich was, weil, ja, es ist im Prinzip nur Gesammel von Bergungsgut. Gut, das Einzige, was ich jetzt lohnen würde zu zeigen, groß wären jetzt diese optionalen Gräber. Aber sonst ist das Ganze bloß ja hier und da Abklapperei nach Pflanzen, nach diesen Bergungsgutkisten etc. Ab und zu meine Sidequests machen mit irgendwelchen kleinen, ja, Plakaten abfackeln oder sonst irgendwas sammeln, Laternen anzünden. Das sind alles so kleine Sidequest-Sachen, mit denen ihr halt EP sammeln könnt. Aber sonst ist es jetzt nicht so. Ja, braucht man nicht zwingend. Also man kriegt kein spezielles Ende dafür oder sowas. Dafür reicht es, das Spiel durchzuspielen. Ihr müsst einfach nur, ja, es ist halt einfach nur für halt Farmerei bzw. Upgraderei. Farmerei ist das falsche Wort. Es ist einfach ganz schlicht für Upgrades. Und wie gesagt, wenn ich so ein, ja, optionales Grab noch finde, dann werde ich es besuchen gehen und werde gucken, ob ich dort Teil Nummer 2 finde. Weil so ein Upgrade für die Handfeuerwaffe, das hört sich doch nice an, also warum nicht? So. Dann gehen wir jetzt weiter unseres Weges. Da kommen wir her. Zurück geht's also nicht. Wir müssen also nach vorne. Im Background hat man gerade Himiko gesehen, die große Statue, diese Sonnenkönigin bzw. Sonnengöttin. Und ich sehe gerade beim Nachhinein beobachten, dass da drüben was ist. Und ich hätte mich bloß umdrehen brauchen. Ich hätte mich bloß umdrehen brauchen. Das sehe ich am Nachhinein erst. Ich hab das voll übersehen. Okay. Dann war es so gesehen eigentlich ganz gut, dass ich mir das gerade noch angeguckt habe. Weil dann weiß ich, dass da noch so ein Teil rumliegt. Beziehungsweise so ein. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Relikt, vielleicht war es so ein. Ja. So eine Notiz. I don't know. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass da noch was rumliegt. Was ich gesehen hatte, war das dort, was da liegt. Dieses Nest. Und da gehen wir nämlich gerade mal hin und gucken uns an, was wir denn dort finden können. Ich musste
rüber. Ja, aber zuerst, das war ein bisschen knapp, zuerst schauen wir uns an, was wir in diesem Nest finden können. Eierwilderin. Abschließend für EP. Ja, 5 von diesen Nestern müssten wir finden, um die Herausforderung abzuschließen. Und das ist das, was ich meinte, das gäbe halt dann wieder EP. Aber groß storyrelevant ist es jetzt nicht. Das sind einfach nur so kleine versteckte Nester, die halt dann EP-Punkte geben. Und EP-Punkte sind halt, ja, ist so ein Square-Dingens von Square Enix. Da Square Enix ja so vorzugsweise bekannt ist jetzt für zum Beispiel so Rollenspiele, wie zum Beispiel auch Kingdom Hearts, und da ist auch dieses Level-System so vorhanden. Ja, und da habe ich mich gewundert, ich hatte eigentlich das Viereck gedrückt, weil das Viereck stand ja für diese, ja, Axt oder so, aber irgendwie hat es nicht gezählt. Das war schon recht merkwürdig, warum auch immer. Aber nicht besonders schlimm. Fakt ist, zurück kann ich erstmal nicht. Das heißt, im nächsten Part geht's dort, also auf dieser Seite, wo wir gerade sind, erstmal weiter. Und das glänzende Objekt werde ich mir erstmal vormerken. Dass da eins ist. Da kommen wir bestimmt später noch ran. Tja, wo ist der Co-Pilot hin? Der Co-Pilot ist weg. Und den müssen wir jetzt finden. Nirgends eine Spur von ihm. Ich glaube, weiter oben lag noch was. Hab ich das auch gerade übersehen irgendwie? Obwohl, da geht man jetzt eh nicht mehr ran, weil es ist da oben. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Eine Besichtigung? Ja, klar doch. Gerade auf so einer Insel? Von so einem komischen... mit diesem komischen... Matthias? Habe ich versucht, die Nasen zu killen, aber... da war ich dann... derbe zu langsam für. Ja, der hat da noch ein Stickicht ab. Naja. Schade, schade. Ja. Und da ist auch schon das Lager. Gut, ja. Das, was jetzt im Prinzip noch kommt, sind jetzt bloß noch Upgrades. Und deswegen werde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Part. Tschüssikowski.